Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. So, nach diesem etwas, verrückten Anfang begrüße ich euch jetzt zu diesem Video. Und zwar hattet ihr mich gefragt, was ist eigentlich mit den kommenden Videos? Und habe ich gesagt, Q&A, ihr habt Fragen rausgehauen. Was ist Q&A? Questions and Answers. Fragen und Antworten. Von Lukas. Bist du hässlich oder willst du es werden? Hatte ich jetzt nicht so vor. Und ich bin auch nicht hässlich. Nein, Spaß. Müsst ihr bewerten. Sowas bewerte ich nicht. Keine Ahnung. Ist halt so, ne? Von dann nur die nächste Frage. Gefallen dir deine Haare so? So wie es momentan ist, nicht. Morgen gehe ich zum Friseur. Seit 0. Oben so lassen. Und wie gesagt, Seit 0. Und dann denke ich mal, gefallen mir die zu lang. Wie ich es vorher hatte, gefällt mir das absolut gar nicht. Ganz kurz gefällt mir es bei mir aber auch nicht. Also so ist ein guter Umfang, wenn das im Verhältnis bleibt, dass die Seiten immer kürzer sind. Finde ich das eigentlich ganz zufriedenstellend, sagen wir so. Bist du zufrieden mit deinem Content? Die erste Frage von Fabian. Ich bin eigentlich relativ zufrieden, ja. Vor allem auch mit momentanem Content, weil ich in diese Woche einfach so viel reinhauen kann, wie ich möchte. Ich möchte jeden Tag eine andere Art von Video bringen. Und das hat bis jetzt auch gut geklappt. Hoffentlich klappt es auch weiterhin. Wie gesagt, ich bin momentan echt zufrieden, vor allem die Serie angefangen, Support Your Local Club, es kommen jetzt noch richtig viele Zukunftsprojekte und ich bin momentan zufrieden. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr, was man machen kann, was ja auch mein Ziel ist, aber wie gesagt, zufriedenstellend. Wie gesagt, bisschen mehr Vielfalt reinbringen und vor allem auch das durchziehen, was ich anfange, das ist ein großes Problem von mir. Ich sage nur Steam-Sachen, 2 Folgen von gekommen, Minecraft Christmas, 1 Folge von gekommen. Ich ziehe meistens das, was ich anfange, nicht wirklich durch, weil mir dann auffällt, oh, das passt ja gar nicht zu mir. Also wirklich das durchziehen, was mir Spaß macht und dann bin ich auf jeden Fall mehr zufrieden. Und auf jeden Fall das Kanaldesign, Banner und Profilbild wird noch überarbeitet. Und sonst bin ich eigentlich zufrieden. Ich hatte letztens alles überarbeitet mit den ganzen Designs, mit den restlichen. Und die Videobeschreibung neu gemacht und sowas. Vielleicht ist euch schon aufgefallen. Und ja, bin echt zufrieden damit geworden. Ich habe das echt in einem Abend durchgehasselt und dann war es eigentlich auch schon durch. Größere Projekte geplant in nächster Zeit. An sich halt, was ich schon angefangen habe, Support Your Local Club. Sonst aber viele kleinere Sachen, so Einzelvideos, aber Projekte an sich, nur Kurzfilme und halt Support Your Local Club. Und es kommt noch eine Sache auf mich zu, aber das würde ich euch noch nicht sagen. Aber sonst ist eigentlich nicht viel, viel mehr drin, würde ich jetzt mal so behaupten. Folgt mir auf Insta von René. Ich blende euch hier, oh, ist jetzt schwer jetzt hier den Namen ein. Auf jeden Fall auch folgen, den Dude, der ist korrekt, auf jeden Fall. Das ist echt eine sehr spannende Frage. Kein Fußball oder kein Alkohol? So, das ist natürlich jetzt erste Wirkung ist so, warum Alkohol? Ist doch absolut nicht wichtig. Ich finde halt nicht nur das damit, sondern auch so diese Feier mit Freunden und das würde halt sonst auch alles wegfallen. Aber Fußball liegt mir halt einfach mehr am Herzen so. Ich könnte auch einfach zu feiern gehen und nicht trinken. Würde halt nicht so Spaß machen, aber man könnte das trotzdem noch unternehmen. Und ich finde, so an Alkohol hänge ich jetzt nicht so sehr. Deswegen, also da beziehe ich auch eher mit Freunden drauf. Ich bin jetzt nicht abhängig oder sowas von dem Zeug. Ich hau auch privat nichts weg alleine, sondern nur so auf Feiern mal ein bisschen was, nicht viel. Und deswegen würde ich sagen, Fußball ist auf jeden Fall wichtiger. Es ist mehr, auf jeden Fall mehr für mich in meinem Leben. Das bezieht 50% meines Lebens momentan. Und ja, deswegen Fußball auf jeden Fall. Fanta und Cola gemischt oder Mezzomix? Mezzomix. Mezzomix meint er wohl. Ich würde sagen, das ist dabei ist genau das Gleiche. Aber ich finde, selber mischen ist dann nochmal ein Ticken besser, weil du dann, ich finde, Mezzomix ist nicht perfekt. Es ist auch eigentlich nur das Gleiche gemischt, aber manchmal mache ich ein bisschen mehr Cola rein. Deswegen mache ich es lieber selbst. Also von daher, ganz gechillt so. Aber man kann sich natürlich beides geben. Ne? Was ist der Sinn des Lebens? Und zwar ganz einfach das machen, worauf man selbst Bock hat, sich nichts vorschreiben zu lassen und das Leben so zu gestalten, wie man selbst möchte. Also sich jetzt nicht auf andere fokussieren, was die machen, sondern sein eigenes Ding machen, auch mit dem dann halt zufrieden sein, wenn man es so geschafft hat, wie man es schaffen wollte. Leben so leben, wie du es leben möchtest und auch schön leben. Und das Leben einfach ausnutzen, weil das gibt es dann halt nur einmal, ne? Was auch direkt auf die nächste Frage kommt, und zwar Leben beziehungsweise was ist nach dem Tod? Und die Frage kann ich selbst gar nicht beantworten, denn ich gucke mir auch immer Videos an, so darüber, weil mich das auch interessiert. Ich kann es mir selbst nicht beantworten, keine Ahnung. Also ich würde es auch gerne wissen, ob mein Leben nach dem Tod hat oder ob man wirklich nur nach da oben kommt. Aber das ist noch viel zu früh zu entscheiden, hoffen wir mal alle, ne? Wie gesagt, keine Ahnung. Guckt euch Videos an, denkt euch, was ihr wollt. Ich glaube, wenn ich nach Glauben gehen würde, wird nochmal irgendwie neu geboren. Aber
Besäufnis. Bestes Bier. Ich würde sagen, so aus Deutschland gefällt mir keine Sorte Bier jetzt zu 100 Millionen %. Ich finde das Beste da ist noch mit Heineken. Das hat mir letztens echt gut geschmeckt. Beck's ist gut, Jever ist natürlich auch geil. Krombacher und sowas, die Richtung eigentlich gar nicht. Schwarzbier finde ich eigentlich auch ganz nice, so, aber nur mal ab und zu, wenn man mal Feier ist oder so. Jägermeister! Beste Bier, muss ich sagen, ist das polnische Bier, und zwar Tyski. Das ist mega geil, also vom Geschmack her. Und ja, das ist mein Lieblingsbier, würde ich sagen, jetzt zum momentanen Zeitpunkt. Kostet aber auch ein bisschen mehr. 1 Euro pro Liter ist relativ teuer im Vergleich. Aber man kann sich einmal gönnen, ne?